Wir können es uns nicht leisten, eine weitere Omnigul-Situation zu haben. Geh, schätze die Bedrohung ein und hilf Rasputin. Etwas, das den Kriegsgeist bedroht, bedroht auch die Stadt. Rasputin lässt einen Kriegssatelliten aus dem Orbit fallen. Er enthält Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. Tut mir leid, dass es so lange dauert. Aber diese Sequenzen sind wirklich kompliziert. Und ich bin auch gar nicht mal so gut in Mathe. Ich habe Zugang. Machen wir uns auf. Ich empfange Kommsignale tief in der Kammer. Jeder mit einem Radio hätte Rasputins Notruf hören können. Wenn wir es nicht abschalten, dann wartet das halbe Kosmodrom vor seiner Haustür.
Ich könnte versuchen, seine Systemsperren zu überschreiben. Doch wer weiß, wie er darauf reagiert. Es muss einen anderen Weg geben, um sie zu umgehen. Versuche, einen Weg zu finden, um direkten Zugang zu den Systemen zu erlangen. Könnte unsere einzige Möglichkeit sein. Ich habe einen Zugriffsport in der Nähe der Wand da hinten entdeckt. Ich wette, eine Granate würde den Job erledigen. Es hat geklappt. Vielleicht etwas zu gut. Oh toll. Arkusströme. Du musst etwas umgeworfen haben. Du hast schon Schlimmeres gesehen, Hüter. Vorwärts. Rasputin hat unglaubliche Technologie dort unten hinter Schloss und Riegel. Es überrascht mich beinahe, dass es nicht häufiger Einbrüche bei ihm gibt. Es hilft wohl, dass er wirklich,
wirklich keine Besucher mag. Dieser Schweber wurde dazu modifiziert, sein System zu knacken. Verarbeiten wir ihn zu Schrott. Zavala, diese Übertretungen sind eine ernsthafte Bedrohung. Hat die Vorhut kürzlich versucht, ihn zu erreichen und ihm klarzumachen, dass wir Verbündete sind? Das letzte Mal, dass wir ein Team hineingeschickt haben, war vor Jahren. Was von ihnen übrig war, haben wir verstreut auf der Himmelswacht gefunden. Alles klar. In der Zwischenzeit schicke ich einen Trupp, um die Kammer wieder zu verschließen. Alles dank dir, Hütter. Du warst beeindruckend.